im Laufe der Zeit Oberliga, ihr seid auch schon Spitzenreiter. Ich weiß noch, als ich Hallensprecher in Preetz war, da seid ihr nach Preetz gekommen und wart schon wirklich in der Saison das Top-Team. Und das war wirklich eines der Spiele, wo ich wusste, okay, heute, egal was wir machen, das Ding, wir werden es wahrscheinlich verlieren. Und kurz darauf, ein paar Wochen später, kam dann die Nachricht eben, dass ihr das erste Team werdet sozusagen. Und dann war unklar, wie geht es jetzt weiter? Und dann war irgendwann klar, wir probieren es, wir wollen in die dritte Liga hoch. Wie hat sich dann euer Leben, euer Handballleben verändert? Weil automatisch kam ja die mediale Aufmerksamkeit auch auf euch. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir da zusammensaßen vor der FOBA und da gerade es mit den Profis pleite ging und uns gesagt wurde, ja, vielleicht müsst ihr ja die Bundesliga-Saison zu Ende spielen. Das habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Auf jeden Fall wurde eine Verantwortung auf uns abgewälzt, die erstmal ein bisschen erdrückend war. Aber ich hatte das Gefühl, es hat uns eher befeuert, als das. Ich wollte gerade sagen, so in den ersten Spielen fand ich auch nicht, dass wir auf einmal nervöser waren, als man das vorm Spiel auch immer ist. Wir haben es dann haben wir relativ schnell einmal leider das Derby auf Pauli verloren. Da hat man dann danach gemerkt, so, oh ja, hier ist dann doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als sonst. Aber generell, glaube ich, hat man das erst wirklich im Nachhinein wirklich, ich sag mal, geschnallt, dass du auf einmal so Aushängeschild von so einem großen Verein bist. Und ich glaube, es war auch ganz gut. Und dann haben wir es ja auch nachher noch ziemlich solide runtergespielt. Ja, und es war auch ein guter Start. Ich hatte die Fans sind ja alle zu uns geströmt irgendwie und haben Lust gehabt, uns zuzuschauen. Und die haben halt festgestellt, dass es irgendwie so eine junge, nahbare Mannschaft ist. Und ich glaube, für die war es ja auch erstmal eine schwere Zeit, weil die Profis dann weg waren. Und als sie dann festgestellt haben, dass wir auch gar nicht so einen schlechten Handball spielen, war es auch ganz schön, so mitzukriegen, wie da denn was Größeres draus wurde.